Die großen Jagdstücke, die er nach alten Berichten für die Schlösser der Ernestiner malte, sind zwar nicht erhalten, doch viele Holzschnitte gibt es, die von Hirschjagden, Sauhatzen und anderen Nimrod-Taten erzählen. Schmetternde Trompetenklänge ertönen, die Pferde wiehern, die Hunde bellen, aufgescheucht hetzt das edle Wild dahin. Auch die Handzeichnungen, die er für das Gebetbuch Kaiser Maximilians lieferte, unterscheiden sich von denen der anderen Meister dadurch, dass sie ausschließlich Tiergruppen, kämpfende Hirsche, Fischreiher, Eber, Fasanen, Rebhühner darstellen. Und den Jäger, der mit der Flinte im Arm durch die Fluren streift, fühlt man aus den biblisch-mythologischen Bildern nicht minder deutlich heraus. Manchmal sind die Tiere, die er malt, überaus komisch. Der Löwe, der auf einem Merseburger Bilde dem heiligen Hieronymus die Tatze reicht, sieht mehr aus wie die Karikatur eines Pavians. Man merkt, dass ihm hierbei die Kenntnis des Tatbestandes fehlte. Aber die Tiere des deutschen Waldes, auch die Tiere des Ackers, kennt er aus dem FF. Mag es um Hirsche und Rehe, um Auerhähne und Rebhühner, um Wachteln oder Rohrdrosseln, um Eichhörnchen, Hasen oder Füchse sich handeln, alles ist mit der Sachlichkeit des Oberförsters, mit der Scharfäugigkeit des Bruno Liljefors gegeben. Und nie sind, wie noch Pisanello es tat, die Tiere willkürlich vor eine landschaftliche Kulisse gesetzt. Nein, der Wald ist ihr Heim. Natur und Tierwelt klingen zu einheitlichem Akkord zusammen. Hat man aber einmal diesen Gleichklang bemerkt, die Ähnlichkeit zwischen den Hirschgeweihen und den Ästen der Bäume, so hat man noch weiter das Gefühl, dass auch die Götter und Heiligen bei Cranach Waldmenschen sind. Wesen, die gar nicht anderswo als im krausen Walddickicht leben können.